Liebe Freunde des königlichen Spiels, es ist mal wieder soweit, eine neue Folge Unglaubliche Züge steht an und heute ein weiteres Beispiel aus dem Buch Thinking Inside the Box von Jakob Agard, aber anders als die letzten beiden Folgen, diesmal nicht seine eigene Partie, sondern die Altmeister Bagirov mit Weiß gegen Gufeld mit Schwarz und das ist eine sehr sehenswerte Partie, die ich euch empfehle auch mal komplett nachzuspielen, nicht nur diesen Abschnitt, der auch natürlich sehr sehenswert ist. Und ich war überrascht, dass ich sie noch nicht kann tatsächlich. Und habe sie mit Freude in dem Buch entdeckt. Natürlich wieder einiges los hier. Beide Seiten haben mehr oder weniger angegriffen. Schwarz hat eine Qualität weniger im Moment. Aber ist am Zug. Schwarz ist am Zug und fand hier eine sehenswerte Fortsetzung. Sehr, sehr ästhetisch. Und damit seid ihr am Zug, liebe Freunde. Stoppt das Video und versucht es herauszufinden. Ja, woran man als erstes denkt, ist natürlich einen Turm zu gewinnen, klar. Ja, ist ja auch irgendwie sinnvoll. C2 Schach, C1 Dame, aber ihr wisst natürlich, das kann es nicht sein, wenn wir hier von unglaublichen Zügen reden. Wir reden hier nicht von der Serie offensichtliche Züge. Von daher, das ist es nicht, denn obwohl Schwarz hat einen Turm mehr hat, sein Angriff ist zu Ende und jetzt macht sich Weiß hier ran, Schwarz anzugreifen. Das ist nicht so angenehm. Also vielleicht kann sich Schwarz hier verteidigen, aber das ist nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Von daher, das ist nicht der richtige Weg. Anders. Die Dame muss ins Spiel. Ja. Die ist einfach zu weit weg. Aber wie kriegt man das hin? Die Dame muss ja auch hier das Matt gedeckt halten. Der Weg ist erstmal ein Räumungsopfer. Läufer E6. Räumt den Weg frei. Nach B8 für die Dame. Gut, das Opfer wird angenommen. Und jetzt kommt ein zweites Räumungsopfer. Denn Dame B8 wäre ja nicht mit Schach. Und Weiß würde mit Matt entgegnen, aber deshalb springt er D3, zweites Räumungsopfer. Jetzt wird die B-Linie freigelegt. Und außerdem greift Schwarz die Dame an. Weiß kann den Springer nicht schlagen, denn jetzt erfüllt sich der schwarze Plan. Die Dame kommt ins Spiel und ist sofort Game Over. Matt im nächsten Zug. Also zieht Weiß die Dame weg, spielt Dame F7. Ist ja auch insofern sinnvoll, weil der Läufer jetzt hier dazwischen ziehen kann und Schwarz möchte natürlich nicht die Damen tauschen, kann deshalb nicht mit der Dame auf B3 schlagen, aber er kann mit dem Turm auf B3 schlagen. Gut. Es folgt König C2. Aber was jetzt? Scheint auf den ersten Blick so, als würde hier Schwarz entkommen. Und hier könnt ihr auch nochmal das Video gerne anhalten, wenn ihr möchtet. Versuchen den Schlussakkord zu finden für Schwarz. Okay, wenn ihr soweit seid, ich bin auch soweit. Und das schöne Ende ist Springer B4 Schach. Weiß schlägt den Turm auf B3, König C1 würde quasi überleiten nach Turm B1 Schach, das macht keinen Unterschied. König schlägt B3 und jetzt Springer D5 Schach. Ein wichtiger Punkt, deckt den Bauern auf C3, der ein wichtiger Helfer ist bei den gesamten Matt-Netzen. König C2, König C4 würde einfach sofort mit Matt beantwortet werden. König C2, Dame B2 Schach, König D3, das fand ich jetzt auch nochmal sehr nett, Dame B5 Schach. Hier gab er Weiß auf und warum gab er auf? Tja, wenn König C2 kommt, dann kommt die Dame jetzt von der anderen Seite und erzwingt so, dass der König nach C4 muss, König A4, natürlich in Dame B4 beantwortet werden und dann nach König C4, Dame B5 Matt. Das kennen wir ja schon und die Partie ist vorbei. Ja, klasse, klasse Opferpartie von Gufeld, was soll man mehr dazu sagen. Und das habe ich auch selten gesehen, dass Schwarz zwei Räumungsopfer hintereinander spielt und es funktioniert einfach perfekt. Und dann natürlich noch das I-Tüppelchen, das am Ende auch noch den Turm opfern kann und dann mit dem
berühmt-berüchtigten Duo Dame und Springer den König zur Strecke bringen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und schreibt es mir runter in die Kommentare gerne, was ihr davon haltet, ob ihr es gefunden habt. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.